Noch ist am großen Spreewehr alles beim Alten. Das kann sich aber jederzeit ändern. Das aktuelle Wetter hat dem zwar einen Strich durch die Rechnung gemacht, doch offiziell heißt es hier jetzt Baustart für eine Fischtreppe. Mit ihr setzt man eine EU-Wasserrahmenrichtlinie um. Fische sollen hier in Zukunft um das Wehr herumgeleitet werden. Wegen des Höhenunterschieds von 2,8 Metern heißt es für die bisher noch Einbahnstraße. Anfang 2020 soll sich das dann ändern. Das ist hier eine Baustelle, die vielen Lebewesen in der Spree dann am Ende das Durchkommen ermöglichen wird und die Stadt Cottbus hier um eine Attraktion reicher machen wird. Ist nicht von der Hand zu weisen, dass man hier als Stadt dann auch sagen kann, wir haben die größte Fischaufstiegsanlage hier am Lauf der Spree. Die steht nun mal nicht in Berlin, sondern die steht bei uns. Und andererseits gehen wir hier von einer normativen Nutzungsdauer von 80 Jahren aus. Und da wird das in den nächsten 80 Jahren prägend für diesen Stadtteil sein. 3,2 Millionen Euro kostet der Bau, 2,4 Millionen übernimmt die EU. Den Rest übernehmen Bund und Land. Die Fischtreppe am großen Spreewehr war schon lange in Planung. Der Bautermin hat sich aber immer wieder verzögert. Grund sind die besonderen Begebenheiten vor Ort. Erstmal ist es die baulich größte Fischtreppe, die wir hier in der Spree bauen. Die ist schließlich 150 Meter lang von der Gesamtbaulänge. Und einzigartig macht es natürlich auch die Tatsache, dass wir hier neben der Wasserkraftnutzung der Spree an dieser Stelle auch die archäologischen Besonderheiten, sprich die alte denkmalgeschützte Wehranlage, beachten müssen und damit das Baufeld relativ überschaubar war von der Größenordnung. Und das Ganze natürlich jetzt, wer draußen das große Spreewehr kennt, die Insel kennt, will da kein Betonband in 3 Meter Höhe vor sich sehen, sondern will, dass diese funktionelle Anlage auch in die Landschaft eingepasst ist. Und da gab es einige Auflagen der Stadt Cottbus, wie das planerisch zu begleiten ist. Mittelfristig wird es aber nicht die letzte Fischtreppe in Cottbus bleiben. Eine weitere ist am kleinen Spreewehr geplant, zudem noch eine in Kiekebusch. Die Planungen laufen derzeit noch.